Pokémon verstecken sich im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. So, und mit diesem epischen Soundlag gerade eben sind wir auch schon wieder da zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Silberne Edition. Mit Morphus und Bloody oder Bloody und Morphus. Und du meinst mit Soundlag doch hoffentlich nicht mich? Nein, hast du es nicht gehört, dass da gerade ein Soundlag war? Ja, natürlich habe ich das gehört. Ja, dann... Ach, ja. Blende dich. Rupf dem Taubsi mal die Federn aus. Wir sind auf einer spannenden Mission. Was ging ab? Wir haben einen Pokédex gekriegt. Und jetzt sollen wir den ersten Arenaleiter herausfordern. Genau. Und zwar in der Stadt von Viola. Viola City, Falk, soweit ich weiß. Falk. Was der für Pokémon trainiert, wird nicht verraten. Man kann ja raten, was Falk für ein... Also ja, ist jetzt nicht gerade schwer. Können ja eine Wer-wird-Millionär-Frage draus machen. Trainiert Falk A, Unlicht, B, Stein, C, Vogel oder D, Wasser-Pokémon? Das ist jetzt die große Frage. Ja, und damit war es auch ziemlich... Also war die zweite Generation auch... bis zur fünften Generation die einzige, an der als erster Trainer nicht ein Steintrainer war. Also in der ersten natürlich Rocco, in der dritten Generation Metaross City, fragt mich nicht, wie die Arenaleiterin heißt. Felicitas heißt sie. Felicitas. Und in der vierten der Typ in dem Nein, den Bergbau da, hier, der Kohletyp. Das ist alles nach meiner Zeit. Du bist alt. Ich bin nicht alt. Du bist nur gereift. Ich bin ein Klassiker. Ja. So, es wird auch Zeit, dass wir uns bald mal ein zweites Pokémon fangen, aber ich habe noch keine Ahnung. Also ich werde wahrscheinlich vorerst nicht einfach jedes Pokémon einfach so aus Just for the Lulz. Ich glaube, ein Pflanzen-Pokémon macht sich immer ganz gut noch. Frage, ja gut, da weiß ich aber... Käferwald oder sowas? Was gibt's denn hier? Wald kommen wir später, aber ich weiß ein schönes Pflanzen-Pokémon, das ich fangen kann. Und zwar kommen wir ja dann in den Knuff-Ensatom. Hornio wäre auch eine Idee. Ja, aber ich setze Bibor nicht gern ein. Ich finde Bibor... Ich meine, gut, mit der neuesten Generation, mit der Mega-Entwicklung, auch nach deiner Zeit, ist Bibor schon etwas badass geworden, aber es ist nicht so meins. Smetbo ist sowieso besser. Wenn das Wardrak hört, der wird dich lieben dafür. Liebe, Morphus. Liebe. Ich liebe. So, jetzt dürfte auch der Kampf vorbei sein. Denn, wie er gerade gesagt hat, jedem macht das Kämpfen Spaß. So ist es. Du quatsch mich nicht an. Da haben wir unseren ersten Trainer. Jo, ich hab verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Und diese infame Unterstellung... Moment, wir sind nicht in Pokémon... Julian. Wie heißt das Spiel nochmal? Pokémon Kolosseum. Dass wir hier Pokémon von anderen Trainern fangen können. Also, wenn er Pokémon das fangen ging? Will. Kolosseum und XD kannst du die Krypto-Pokémon der Bösen fangen, um sie zu erlösen. Musst du. Nicht sehr schön... Hier auch, dass die Trainer allesamt Namen haben, doch keine doppelte Namensbelegung und nichts. Genau. Achso, und wir müssen natürlich noch rausfinden, warum, also das hat uns zwar keiner gesagt, aber es ist ja logisch, dass wir herausfinden, warum Gold das Pokémon geklaut hat und was er vorhat und wo werden wir ihn wiedersehen. Das erfahrt ihr nach der nächsten Maus. So, dem Trainer... Kann man nicht ausweichen. Dann musst du jetzt kämpfen. Aber wir wussten, der eine hat Radfratz. Was war der andere? Auch Radfratz. Hatten die zwei Radfratzenze? Burkhardt. Taubsi und dann hat er noch ein Radfratz. Wo haben die eigentlich... Warum haben die überall nur Level 2 oder also schwache Pokémon? Haben die nicht auch ihr erstes Pokémon von dem Professor bekommen? Sind wir was Besonderes? Natürlich. Wir genießen Status. Quo. Because we are in the army now. Okay, ich weiß nicht, dass du mit dem Xbox-Controller spielst. Mit einem fremdartigen Controller, meine ich natürlich. Ja, ohne das, ich wollte mir damals einen schönen Controller zulegen, der Funk hat. Und das war der erste Funk-Controller, den ich gefunden habe. Und da das von Microsoft, ja, ist halt eine Firma. Deswegen funktionieren die am PC so gut.
Ich habe noch einen anderen Kabel gebunden. Also wenn wir irgendwann mal was Zweispielerhaftiges spielen sollten. Das Controller war ein USB. So ein blaues, fettes USB-Teil. Ja, habe ich auch noch. Also nicht so ein fettes, aber... 10. So, sollten wir... Mit langsamer Zeit für Glut, ne? Glut dürfte die nächste Attacke genau, sein. Genau, ich glaube Level 11 oder 12. Genau, und wie gerade zu lesen war, Ash schickt einen Teil nach Hause. Also es ist dann so, dass die Mutter einen Teil des Geldes... Du sollst keine Pokémon stehlen. Was macht die? Kauft die Sachen oder bunkert also, die das nur? Sie bunkert erstmal das Geld, aber sie kauft später auch Sachen und ruft dann an und sagt, oh, also bei dem Remake war es definitiv so, ich bin mir doch zu 90% sicher, dass es hier auch so ist. Sag, oh, ich habe tolle Sachen für dich gekauft. Du kannst sie dir im Pokémon-Supermarkt abholen von irgendeinem Typen. Und ich denke mir dann so immer, Moment, erstens mal, hat sie gleich 20 von den Dingern gekauft und sie in jede Stadt geschickt? Komm, fang dir mal an, Taubsi. Und ich will kein Taubsi. Okay, gesagt. Ich meine, Taubsi wäre eigentlich für unsere nächste Hürde erstmal... Habe ich gegen die Tante schon gekämpft? Nein. Ist eiskalt. Ach so, ich bin kein Trainer. Das sah sowieso für mich schon immer so aus, als wenn die einen Hut tragen würden. Das soll ja ein Zopf sein. Ja, natürlich ist das ein Zopf. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Toll, die hat mich voll ausgetrickst. Ich dachte, sie wäre eine Trainerin. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ja, auf jeden Fall. Du musst auch im Gras stehen, du Kleiner. Auf jeden Fall was. Ein Käfer. Gibt meine Mutter mein ganzes hart verdientes Geld aus, weil die kein eigenes hat. Was aber lustig ist, wenn wir ihr kein Geld mehr schicken, ich weiß auch gar nicht, wie wir ihr das schicken, kommt per Taubsi-Post oder so, keine Ahnung, dann gibt sie auch unser restliches Geld nicht mehr aus. Aber es ist schon ganz gut, weil wenn wir mal sterben, dann verlieren wir zwar die Hälfte unseres Geldes, also... Sterben, falsches Spiel. Wenn wir mal besiegt werden, verlieren wir... Ohnmächtig, wir werden ohnmächtig. Ja, verlieren wir zwar die Hälfte unseres Geldes, aber Modern hat ja immer noch einen Haufen Geld übrig und davon geht nichts verloren. Das war die ursprüngliche Idee. Später hat man mal im Spiel oder haben die Spieleentwickler sich gedacht, oh, oder man lässt sich einfach nicht besiegen, dann passiert das auch nicht. Und deswegen gab es das nie wieder, dass Modern Geld spart. Das gab's nur hier? Naja, und in den Remakes halt. Okay. Und so schön die Remakes auch sind, aber ich muss sagen, bei diesem Spiel bin ich doch eher der Freund vom Original. Oder wie immer an Anfang der DVDs kommt, nur Original ist legal oder so in der Art. Du bist ein schwer werbe- und mediengestörter Mensch, Bloody. Muss man mal jetzt hier betonen. Wenigstens nenne ich nicht irgendwelche Markenbezeichnungen ständig, ja? Du darfst. Ich darf, was ich will. So, gleich sind wir Level 11, aber ich glaube nicht mehr gegen dieses... Wobei, das Kokuna ist Level 5. Und es härtnert sich gerade zu Tode. Ich würde mir das Kokuna fangen, aber es kann nur Härtner. Kokuna. Ach so, und es gibt hier in Moment. Da fehlt noch ein... Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch bestimmt nur noch ein einziger Erfahrungspunkt, oder? Zwei. Ich glaube, hier in dieser Generation ist es möglich, noch Pokémon zu bekommen. Vom Level her, Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Auch das ist ein Geheimnis, was später gelüftet wird. Kannst ja mal zeigen, wie es... Natürlich, das... in dieser Höhle aussieht. So, also... Duschstabil im Sack. Im Gegensatz zu der ersten Generation, in der man noch ein bisschen sehen konnte, kann man hier nichts weiter tun, als sich rumprobierend durchzuforschen. Aber wenn man dann einmal speichert, ist man, glaube ich, für viele, viele Stunden verloren. Aber ich sag mal so, im Lavandia-Tunnel finde ich mich auch im Finstern, oder habe ich mich früher auch im Finstern zurechtgefunden. Da brauchte ich Blitz meistens nicht mal. Tackle. Hilft reichlich wenig gegen ein Stein-Pokémon, auch wenn wir 8 Level weiter oben sind. Ja, aber ich will jetzt dieses scheiß Level abhaben. Da ist jemand hartnäckig. Und bitte benutze doch so Worte nicht, ja. Level up? Ja. Genau. Das ja, ist tut mir leid. Praktisch nicht zu verantworten. Tut mir leid, Leute. Ich werde nie wieder Level up sagen. Okay. Die große Frage ist, werden wir am Ende dieses Kampfes Glut beherrschen oder nicht? Oder was heißt wir? Das Flame.
Flame. 24 EP. Flame erreicht Level 11. Flame lernt Glut. Nee. Oder auch nicht. Ja. So, ich glaube nämlich an das Item, schon ranzukommen. Ein Zubat. Oh ja. Nee, das fange ich mir später erst. Was willst du mit einem Zubat? Willst du gerne ein Golbat haben? Ein X-Bat. Ein X-Bat. X-Bat gehört seit der vierten Generation, würde ich sagen. Mit Mondstein? Nein. Wie denn? Durch Freundschaft. Das Pokémon muss mich mögen. Du willst doch jetzt hier nicht wirklich dich durchmanövrieren, oder? Guck mal, das ist doch verwirrend. Also Leute, ihr habt keinen Screen-Defekt. Nein, ich habe den Defekt. So, jetzt musst du aber mal Flucht machen, weil das ist, dauert sonst zu lange. Genau. So, ich war mir eigentlich fast sicher, dass ich da jetzt schon hinkäme. So. Man hat ganz kurz was von der Höhle gesehen übrigens. Was ist in der Höhle auch zu fangen? Gibt's in Dumiesel. Da unten liegt ein Pokéball. Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Immer wieder sehr aufreibende Gespräche. Ich würde ja gerne ein Pokéball. Eine Bitterbeere. Was macht die Bitterbeere? Sie heilt Verwirrung, wenn mich nicht alles täuscht. Verwirrung. Schauen wir nach. Was ist Verwirrung? Verwirrung ist, wenn ein Pokémon durch verwirrte Angriffe und sich sein Gegner verwirrt ist und vor Selbstheilung bei Verwirrung jedem Angriff sich erstmal überlegen muss, ob es überhaupt angreift oder sich selbst Schaden zufügt. Das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-50. Ich weiß das gar nicht, wie hoch das ist. Das habe ich keine Ahnung. Ich habe eine Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Kampf. Käfertrainer. Ich habe ein Pokémon gefangen. Er hat 4. Ja, er hat ja gestern auch schon eins gefangen. Das war erst nur für heute. Raubi Level 2 wird von einer Tackle-Attacke fast besiegt. Sei froh, dass ich noch keine Glut beherrsche. Tackle-Attacke macht das Raubi schon fertig, denn das kann ja gar nichts. Die Namen der gegnerischen Pokémon sind auch alle groß geschrieben. Ja, das war ja auch da noch so. Ich glaube, in der fünften Generation war das erste Mal, dass die Namen klein geschrieben wurden. Warum auch immer, es kann sein, dass es an Verarbeitungsmechanismen oder so liegt, keine Ahnung. Die haben ja hier auch alle keine Spitznamen. Wo war denn das? Ach, ein Stadium haben die alle so einen schlechten Spitznamen. Stadium und Stadium 2. Da würde Hornlio oder irgendwie Liohorn heißen. Echt? Ja. Geile Giftstachel. Also bei den Gegnern, die haben den irgendwie immer... Und noch ein Hornio. Nein, ein Raubi. Auf jeden Fall fange ich mir ein Zubat erst, wenn wir in der Stadt der zweiten Orden sind und auch wenn wir dort... Wahrscheinlich erst, wenn wir den Orden haben. Ich muss mal gucken, wann ich die... Und zwar werden wir... Das ist deins. Mach nichts. Letzte Tackle-Attacke übrigens. Ansonsten hätte das jetzt sehr lange dauern können. So, dann... Auf und kein Kampf mehr, sehr schön. Sind wir jetzt... In einem Haus? ...dem wir dieses Wärterhäuschen passiert haben. Hi Kumpel, warst du schon im Knuffenserturm? Nein, und vielen Dank für die Info, was, wo, wer, wie der Knuffenserturm ist. Ich bin zu weit gelaufen, ich sollte zu Hause anrufen. Ja, das solltest du. Okay, wir sind in Viola City. Die erste große Stadt mit allem, was dazugehört. Auch hier lohnt es sich, in Häuser reinzugehen, weil man nie weiß, wer einem was schenkt, Pokémon zum Tausch anbietet. Oder, weiß ich nicht. Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das ist eine verdammt gute Idee für... Ich weiß nicht, doch für später kann man das bauen. Und zwar bekommen wir hier, in diesem Haus, von diesem alten Mann, ein Pokémon, das durch Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du nicht im Besitz eines passenden Ordens bist, gehorchen sie dir vielleicht nicht. Okay, von dem bekommen wir Informationen. Jetzt guck mal. Der Typ da. Ja, der sammelt Pokémon. Und er sucht einen Knuffenser. Und der möchte uns einen Onix dafür geben. Wir haben natürlich keinen Knuffenser. Genau. Knuffenser überlege ich auch, ob zu fangen. Wo wohl? Doch nicht in etwa im Knuffenserturm? Earth's Pokémon Akademie. Dort werden Pokémon akademisiert. Ich tauschte mein Pokémon, mein bestes Pokémon mit diesem Kerl.
Hä? Das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Genau, ja, das ist halt auch sowas. Items tragen, neu in dieser Generation. Ein Pokémon, das eine Beere hält, wird sich im Kampf selbst heilen. Noch viele andere Items können von Pokémon gehalten werden. Es ist nicht einfach, sich all diese Notizen zu machen. Leute, ich mache mir keine Notizen, ja? Ich mache mir Notizen über die Ausführungen. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Okay, leichter Hinweis. Erstmal die Ausführung. Es gibt keine Ausführung. Das ist das Notizbuch dieses Kindes. Fange Pokebälle mit Pokémons. Genau, Pokémon mit Pokebällen. Bis zu 6 können sich gleichzeitig im Team befinden. Weiterlesen? Nein, wollen wir nicht. Wir gucken noch ganz kurz an die Tafel. Diese kleinen Informationen, die für jeden Pokémon-Neuling von Relevanz sein dürften, kennen wir alle natürlich. Ja, zwischendurch entweder kommentieren. Okay, Statusveränderungen. Genau. Par und Brrt und Zur. Das ist übrigens die beste, weil Zur heißt zurück. Genau, das sind die 6, weil 5. Verwirrung stand nicht mit drauf. Statusveränderung eines Pokémon. Und Verwirrung stand deswegen nicht drauf, weil das die 5 primären Statusveränderungen waren und Verwirrung eine sekundäre ist, so wie Anziehung. Du bist auch primär und sekundär in der Anziehung. So, das ist der Knuffensaturm. Da dürften... Guckt euch diese... Wunderschön. Ein bekannterer Mario-Let's Player würde jetzt sagen, falsche Ecken. Da wackelt was. Ein über 30 Meter großes Knuffenser. Man sagt, es würde die Trägersäule des... Es wäre die Trägersäule? Man sagt, es wurde die Trägersäule des Turms. Präteritum, Bladibloteritum. Das habe ich mich als Kind zumindest schon immer gefragt, was das sein soll. Das ist nichts anderes als eine wackelnde Stützsäule und der schwarze Blockbereich ist einfach... Die Decke des die Decke Raumes, in der wir uns befinden. Und also. Diesen Knuffenserturm zum Beispiel genommen hat sich, also ich denke nicht, dass es so rum ist, aber egal, der Taipei 101. Ein Riesenbauwerk in Taiwan, das vor Erdbeben geschützt ist, indem es eine schwingende Kugel in der Mitte hat. Hm. Zwischen dem klassisches Treppen benutzen. 67. und 90. Stockwerk, glaube ich. Okay, hallo. Wie hart wir auch kämpfen, der Turm bleibt stehen. Ja, durch das Wackeldingens in der Mitte. Schöner Begriff, oder? Das Wackeldingens in der Mitte. Düm, düm. Weiser Eckhart. Eckhart von Hirschhausen. So, diese Weisen verfügen tatsächlich über kaum ein anderes Pokémon als Knuffensoden. Wer hätte es im Knuffenserturm anders erwartet? Ich finde hier übrigens Knuffenser noch etwas hässlich, weil es grünes Gesicht hat anstatt gelb. Dafür sieht der Sprite trotzdem allemal besser aus. Apropos Sprite, jetzt kommt nochmal eine Nerd-Info. Tut mir leid, du kannst mich nicht dran hindern. Pokémon Gold und Silber sind die einzigen Editionen, auf denen die Sprites der Pokémon unterschiedlich sind. Also während man bei Rot und Blau immer dieselben Sprites hatte auf beiden Editionen und Gelb für die neuen gesorgt hat, ist es hier schon bei den beiden Hauptversionen so. Ich weiß jetzt nicht, ob Kristall... Später generell so, dass die Schwester- oder die Geschwister-Edition die gleichen Sprites hatten. Kristall war die dritte, ne? Die Komplementärversion. Genau. Ha, wir haben Glut gelernt. Damit können Flamme wir erlernt, Flame erlernt, Glut. Damit können wir Knuffenser auch gleich wieder dorthin zurückschicken, wo es herkam. One-Hitten sozusagen. Wir so, haben, zack, wir sortieren das mal ganz schnell um. Ah, wir haben einen Attackenordner unter uns. Bam. Ja, eine Attackendatei brauchte ich jetzt nicht. Auch sehr schön zu erkennen am Geräusch, was das gegnerische Pokémon von sich gibt. Ich kämpfte hart, aber ich bin einfach zu schwach. Schickt einen Teil nach Hause. Dun, 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 dun. Silver findet Paraheiler. Sehr unheimliche Musik, aber natürlich soll ja triggern. Wir bewachen diesen Turm in tiefster Dankbarkeit, ehren wir alle Pokémon. Okay, ja, hatte ich auch vor. Danke. Ich muss dazu sagen, dass... Weiser Helmut. Und wir machen das anders. Welches Pokémon, oh Wunder, dieser Trainer in den Kampf schicken wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.